Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zum Tasters. Heute mit der Geburtstagsschokolade. Ja, ich hatte am 22. Geburtstag, 22.01. Und jetzt esse ich nachträglich die Geburtstagsschokolade. Und zwar ist die mit Erdbeer und Meringue, was das auch immer ist. Ich habe das mal recherchiert, das ist irgendwie ein spanisches Schaumgebäck. Habe ich noch nie gehört. Deswegen musst du erst mal recherchieren. Und natürlich weiße Schokolade. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Kann echt alles sein, dass wir wieder ein spannender Taste-Test mit sehr exotischen Gegebenheiten hier. Oh Gott, ich bin gespannt. Geburtstagstorte hatte ich ja auch nicht. Dann ist das jetzt mein nachträgliche Geburtstagstorte. Ich bin echt gespannt. Ich weiß zwar nicht, was Schokolade und Erdbeer und dieses spanische Schaumgebäck mit einer Torte zu tun haben sollen, aber ist ja nicht schlimm. Das ist nicht nur weiße Schokolade, das ist auch normale. Interesting. Gott, das sieht aber wirklich so aus wie bei Silent Hill 4, die Geburtstagstorte. Denn da sind nur irgendwelche bunten Sachen drin. Sieht echt interessant aus. Sehe sogar noch interessanter aus, wenn die Kamera fixieren würde. Tut sie aber nie, ihr wisst es. Ist halt nur eine Facecam. Ich habe einige Fragen. Ich habe gedacht, ich habe jetzt was richtig Exotisches. Aber dann ist es nur eine normale Schokolade. Nee, ohne Scheiß. Die Schokolade schmeckt wirklich gut. Schmeckt wirklich gut, aber es ist eigentlich nur normale Schokolade mit weißer Schokolade. Und da sind halt so Streusel drin, die haben so ein bisschen smarte Swipes. Aber warum steht das Strawberry und Meringue, wenn man nur Erdbeer und was anderes rausschmeckt? Das Einzige, was halt wirklich intensiv ist, das ist der Schokoladengeschmack und da hast du halt dieses Streusel da drin. Aber dass es jetzt super exotisch ist, kann ich nicht sagen. Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es schmeckt, ne? Weil das tut es, definitiv. Aber doch, jetzt kommt tatsächlich ein bisschen Erdbeer-Nachgeschmack. Ja, doch. Jetzt erst, nach der Schokolade. Aber dieses andere schmeckt hier nicht raus, weil ich das ja auch nicht kenne. Nö, also ich kann jetzt ja eigentlich schon Fazit fällen. Ich habe gedacht, die Geburtstagsschokolade ist bestimmt was ganz Besonderes. Sah ja schon interessant aus, eine weiße Schokolade,
normale Schokolade und diese Streusel drin. Das soll es nach einer Erdbeer schmecken und nach diesem spanischen Schaumgebäck. Aber letzten Endes schmeckst du hauptsächlich nur die normale Schokolade. Die weiße schmeckst du auch gar nicht so intensiv. Ist nur ein bisschen im Nachgeschmack. Dann kommen da so Smarties-artige Streusel noch dazu. Wenn du drauf beißt, kommt es hin und wieder vor, dass man da drauf beißt auf diese Streusel, die da drin verarbeitet worden sind. Und das finde ich ganz cool. Und wenn du es dann lange im Mund hattest und es so ein bisschen abgesackt ist, der Geschmack, kommt noch eine leichte Erdbeernote. Und das war's. Die Schokolade schmeckt echt gut. Nur ich habe jetzt wirklich das Exotischste ever erwartet. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Und da das auf Verpackung steht und ich nicht wirklich bekommen habe, was da drauf steht, sag ich mal, kriegt Schokolade 8 von 10 Punkten. Schmeckt mir persönlich sehr gut. Aber da steht noch mehr drauf. Das habe ich nicht alles bekommen. Deswegen, sad life, press F for respect. Aber ist eigentlich eine ganz normale Schokolade. Aber ich habe noch eine andere. Die gibt es auch demnächst im Taste-Test mit Brezelgeschmack. Da frage ich mich natürlich, Brezel in eine Schokolade? Hä? Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht wird die dann etwas exotischer. Ihr wisst, ich taste-teste auch gerne ganz verrückte Produkte, die niemand eigentlich kauft, der ganz richtig im Kopf ist. Ja, hört ihr Lieben. Falls euch der Taste-Test trotzdem gefallen hat, könnt ihr mich in das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!